herzlich willkommen und danke, dass ihr bei diesem bisschen untypischen Autonotizen-Video einschaltet. Ich sitze hier vor der eigenen Haustür im Auto. Das ist ein Subaru XV E-Boxer. Ein Testwagen, der hier ist, anstelle einer Fahrveranstaltung. Die ganze Coronavirus, Covid-19-Krise, ihr kennt das alles. Ich brauche nichts wiederholen, bin ja auch da nur Nachrichtenlaie. Ist natürlich echt eine riesen doofe Sache für alle von uns. Wer zu Hause im Homeoffice seinen Job machen kann, ist natürlich besser dran als jemand, der das nicht kann. Denn es gibt viele Menschen da draußen, die weiterhin zur Arbeit gehen, die aber vielleicht gar nicht unbedingt wollen, weil sie auch Angst haben oder sich dem Risiko nicht aussetzen sollen. Das ist die Müllabfuhr, ich rede gar nicht vom Pflegepersonal, dem eh der höchste Respekt gilt, aber eben auch die Müllabfuhr, die Post, ja, Briefträger, Briefträgerinnen, die vielleicht einschreiben, übergeben muss. Und vor allem aber auch die Männer und Frauen an den Supermarktkassen und in den Regalen, die dafür sorgen, dass die Hamster- und Nicht-Hamsterkäufer eben einkaufen können, die aber natürlich auch Bargeld, EC-Karten, Belege hin und her geben und sich dann vielleicht so ein bisschen unwohl fühlen. Also die, was ich sagen will, die Autosache, und jetzt kommen wir dann langsam zur Autonotizenbrücke, die ist natürlich jetzt auch gar nicht so unbedingt im Fokus. Und für viele ist natürlich ein neues Auto auch in der Prioritätenliste jetzt ein bisschen weiter unten. Und mal sehen, wie lange es noch dauert, ob es dann weiter absinkt. Fakt ist aber, Leute haben Angst um ihre Jobs, Angestellte wie auch Selbstständige und Freiberufler. Ich selber bin selbstständig. Ich darf Gott sei Dank meinen Lebensunterhalt und den für meine Familie damit bestreiten, über Autos zu schreiben, für diverse Medien, also Verlage, Automotor und Sport Online zum Beispiel, und aber auch meine eigene Seite autonotizen.de, und drehe eben Videos hier für diesen YouTube-Kanal, den ihr Gott sei Dank immer fleißig schaut. Und der lebt natürlich von neuem Content, frischem Content, Neuvorstellungen. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass man von den Herstellern die Möglichkeit bekommt, neue Autos möglichst schnell und möglichst bald zu laden. Ihr seht, ich bin zu Hause, weil das gerade die Nachbarin zum Einkaufen fährt. Also ich habe nicht geflunkert. Und ja, also dieser neue Content fällt natürlich jetzt auch ein Stück weit weg. Also es ist nicht nur, dass vielleicht weniger Leute jetzt Autovideos schauen oder Berichte über Autos lesen, weil sie das nicht so auf der Top-Prioritätenliste haben, sondern weil es eben auch nicht das Interesse gibt an dem neuen XYZ, wie auch immer. Das ging so richtig los hier mit den für die deutschen oder europäischen Autojournalisten, diese Erkenntnis oder diese ganze Krise, als der Genfer Salon abgesagt wurde. Das weiß ich noch, das war am Freitag davor, da hieß es dann, alle Hersteller, wir fahren nicht. Dann wurde auch der Salon 2 Stunden später abgesagt. Und natürlich viele Premieren, die nicht stattfinden. Was wären so meine Highlights da gewesen? Cupra Formentor, ganz klar, aber auch der neue Kia Sorento, das große SUV der Koreaner, auf den ich sehr gespannt war. Der hatte jetzt so eine Online-Präsentation unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und auch viele Fahrveranstaltungen, die jetzt eben nicht stattfinden konnten und können im Zuge dessen. Also ich hätte euch gezeigt den neuen Skoda Octavia, den neuen Seat Leon zum Beispiel, den Opel Corsa e, Land Rover Defender, war ich auch sehr dran, der hat da neugierig drauf und interessiert, der findet nicht statt, Jaguar F-Type und so weiter und so fort. Was ich gemacht habe, ich habe mir jetzt ein paar Testwagen noch organisiert, aber nicht, weil ich einfach stümperhaft denke, es gibt keine anderen Probleme als Autos zu testen, sondern ich muss natürlich zum einen neuen Content produzieren, damit ich noch ein bisschen Reichweite habe. Wie stellt sich das übrigens dann zusammen, dass man damit Geld verdient? Vor den Clips gibt es einen Spot und danach, also YouTube schaltet das ja ein oder diese Einblendungen unten. Und nur wenn so ein Spot ganz geschaut wird oder so eine Einblendung, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 30 Sekunden mindestens eingeblendet ist, bevor sie von euch weggeklickt wird, dann gibt es pro 1000 Mal, dass der geschaut wird, so ein bisschen Geld, aber es ist auch verschwindend gering, also das sind irgendwie 1, 2, 3 Euro. Also das nochmal so für den Hinterkopf, jeder, der den Spot vorher wegklickt.
Ich glaube, dass der Werbetreibende ein bisschen was an YouTube bezahlt, aber ich als sogenannter Publisher habe da nichts davon. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will also nicht schimpfen, und es gibt Leute, die wesentlich dringenderen Finanzbedarf haben, wenn zum Beispiel Ladenmiete bezahlt werden muss fürs Geschäft oder das Restaurant und Mitarbeiter und der Umsatz auf Null geht. Aber trotzdem möchte ich eben weiter Content produzieren. Zum einen gibt es natürlich das Interesse weiterhin am Thema Automobil. Auch wenn die Händler gerade alle zu haben, die Markteinführungen der neuen Modelle gar nicht stattfinden können. Aber irgendwann wird es wieder so sein, dass man sich ein Auto kauft und vielleicht auch sich dann mehr mit dem Thema Auto beschäftigt, weil man vielleicht nicht mehr unbedingt in der überfüllten U-Bahn fahren will am Anfang. Was aber nicht heißen soll, dass ich hier dazu aufrufe, die Straßen dann mit Autos zu verstopfen. Also, ich habe gesagt, was so alles abgesagt wurde. Die neuen Autos, ja, kommen jetzt erstmal nicht, bis auf einen. Das war jetzt eine ganz gute Organisation vom Hersteller, der Ford Kuga, der neue. Das hätte auch in dieser Woche sein sollen, die Fahrpräsentation. Der ist nächste Woche hier. Und dann gibt es relativ bald das Review zum Ford Kuga mit Plug-in-Hybrid. Der Subaru XV E-Boxer hätte auch diese Woche sein sollen. Der ist jetzt schon da. Auch eine sehr gute Organisation von Subaru Deutschland. Und zudem gibt es ein Video-Review in kurzer Kürze. Dann, was habe ich noch in petto? Den BMW 330 e-Touring, das ist schon produziert. Dann kommen Autos wie der SsangYong Corando als Benziner, weil das Dieselmodell echt auf überraschend viel Interesse stieß. Toyota Camry, von Kia kommen einige wie der Sport Hatch mit Mild-Hybrid, der Seat SV mit Plug-in-Hybrid-Antrieb, dann der Stinger als Vierzylinder ein bisschen später, Audi e-tron, VW Golf, e-TSI, Skoda Kamiq mit dem 1,5 TSI und so weiter und so fort. Also werde ich weiter meine Inhalte und meinen Content produzieren. Ob ihr ihn dann anschaut, ist natürlich euch überlassen. Es würde mich aber freuen. Und dann werden wir mal sehen, wann es wieder back to normal geht. Ich finde es aber extrem wichtig, dass man jetzt echt wirklich mal hier zu Hause bleibt. Ich sage es jetzt auch nochmal, wie viele andere auch. Es ist echt teilweise unverständlich. Hier um drei Ecken ist heute eine mobile Corona-Teststation aufgebaut worden. Also hier so 60 Meter Luftlinie stehen Männer in Schutzanzügen vor Zelten von der Feuerwehr. Ja, auch nochmal ein Job, den sie jetzt hier machen müssen für andere. Du kannst mit dem Auto vorfahren und dir einen Abstrich aus dem Mund nehmen lassen. Und du gehst zwei Ecken weiter. Und dann stehen da irgendwie Jugendliche und spielen Tischtennis und Basketball, haben ihre Bluetooth-Lautsprecher dabei und feiern da eine Party. Und ignoranter, finde ich, geht es irgendwie nicht. Gestern war auch in den Tagesthemen eine Interview-Einblendung von einem Jugendlichen in Berlin von so einer Party, der dann sagte, ja, ist mir egal, weil ich, wenn ich krank werde, habe ich das ja eh nicht. Hallo Leute, es gibt schon 23-Jährige, die intensiv behandelt werden, und gerade der geht dann vielleicht nach Hause, steckt seine Mutter, sein Vater, wie noch immer an, eine Person, die ihm nahe steht, die dann schwer erkrankt. Das muss alles nicht sein, und vielleicht ist sowas echt nur durch Ausgangssperren mit harten Strafen zu lösen. Ausgangssperre heißt, arbeiten darf man. Das, ob ich dann Autos testen kann, womit ich ja per se keinen gefährde. Die Testwagen werden kontaktlos übergeben und von mir übernommen und auch entsprechend gereinigt. Dann bin ich alleine unterwegs, eben mit der Kamera. Ob jetzt der Kameramann noch mitkommt, der Andi, das weiß ich nicht. Das muss ich mit ihm besprechen, mit mir auch ausmachen. Aber Fakt ist auch, wir sind dann immer auf Social Distance zwischen uns. Also er steht draußen und filmt die Vorbeifahrten, ob er dann noch mit ins Auto kommt oder wir die Kamera hier festmachen. Das ist vielleicht dann eher die Lösung. Es kann aber auch sein, dass die Videos zumindest in naher Zukunft ein bisschen anders werden, eben weniger Fahraufnahmen, sondern das klassische Stativ, Kamera, und ich erzähle euch was. Sollte euch aber hoffentlich nicht davon abhalten, wenn ihr ein bisschen Zerstreuung vom News-Ticker, Nachrichtengewitter und natürlich von der Betreuung eurer Kinder, wenn ihr welche habt, und eurer Lieben, das natürlich eine höhere Priorität hat als Autovideos schauen. Wenn ihr dann noch Zeit und Lust habt und bei Netflix und Amazon Prime und Sky und wie sie alle heißen, alles durchgeschaut ist, dann Autonotizen einschalten und die Website lesen, und nutzt auch Medien. Also nicht nur die News-Ticker, sondern wer noch die Muße hat, kauft euch mal eine Zeitschrift. Kauft euch einen Spiegel, um Hintergründe zu erfahren. Es gibt bei vielen, vielen Titeln auch Abos, die man flexibel abschließen kann. Das heißt, ich binde mich nicht an ein Jahr, denn
Es ist, finde ich, wichtig, dass wir nicht nur Industrien, dass wir Gastronomie erhalten, sondern auch die Medienlandschaft. Und gerade jetzt kann ich mir vorstellen, dass vor allem die bisher schon arg gebeutelten Printmedien echt hier noch weiter drunter leiden, weil die Leute natürlich jetzt weniger, ja, Zeitschriften auch spontan kaufen, die man halt so im Vorbeigehen im Geschäft vielleicht sieht. Ja, lass uns einfach versuchen, irgendwie nicht vollends auszuticken und das Leben normal weiterzuführen und vor allem jetzt auch mal das Leben in den eigenen vier Wänden einfach zu führen, um diese Verbreitung zu stoppen. Und also ja, höre es immer wieder auch aus China, dass die Leute den Kopf schütteln, wie leichtfertig wir damit umgehen. Dort gibt es wesentlich strengere Regularien, aber es zeigt sich auch, dass da langsam wieder in vielen Gebieten das Leben normal weitergeht. Und das hoffe ich für uns alle. Ich wünsche es euch. Ich wünsche es natürlich auch mir und bedanke mich, dass ihr jetzt bei diesem Laberflash zugeschaut und zugehört oder durchgespult habt, wie auch immer. Und wir stehen das alle durch. Bleibt gesund und bis bald dann wieder mit Informationen zu Autos. Ciao.